Guten Tag bei diesem Blick ins Labor. Ich werde versuchen aufzuzeigen, wie gut True RMS auf einem DM3068 von Rigol auch gemessen werden und angezeigt werden kann. Zu diesem Zweck werden wir drei Formen testen. Sinus ist ja das einfachste, das geht dann noch relativ rasch. Dann eine Rechteckspannung und auch eine Dreieckspannung. Ich werde mal die Frequenzen von einem Kilohertz zum Beispiel bis zu 500 Kilohertz einstellen und ablesen, schauen, wie sich das verhält. Ich würde mal sagen, normale digital Handheld, digital Multimeter, die hören noch rasch mal auf. Bei 3-4 Kilohertz ist dann Schluss und dann ist dann nicht mehr True RMS. Besonders wenn man dann nicht mehr Sinus wählt, sondern irgendetwas anderes. Ich würde mal sagen, so eine Startfrequenz könnte 50 Hertz sein. Das ist, was man so kennt von unserer Spannungsversorgung, unseren 230 Volt. Ich stelle hier allerdings nur 2 Volt ein. Beginne mit 50 Hertz. Ich stelle jetzt mal 50 Hertz ein hier. 50 Hertz, genau. Und jetzt schauen wir, wie viel wir von diesen 2 Volt RMS auf dem DMM ablesen können. Okay, hier die DMM-Ausgabe 199, ja, das ist natürlich 2 Volt RMS gerundet und auf der rechten Seite hier sieht man dann immer noch die Frequenz, also jetzt 50 Hertz, die wir hier einspeisen. Ich gehe jetzt mal hoch und mal irgendwie auf zum Beispiel 100 Hertz und mal schauen, da sind wir immer noch im selben Bereich und jetzt werden wir mal kilohertzweise hochgehen, 1 Kilohertz zum Beispiel, richtig, auch immer noch 199, also wir sind immer noch relativ genau, dann vielleicht da hoch 5 Kilohertz, immer noch sehr gut, 10 Kilohertz, dann machen wir dann ein bisschen größere Schritte, jetzt haben wir 10 Kilohertz, immer noch sehr gut und jetzt machen wir mal einen größeren Schritt und gehen mal auf 50 Kilohertz. Immer noch hervorragend, sogar ein bisschen näher bei diesen 2 Volt bei höheren Frequenzen. Also das funktioniert ausgezeichnet, also auch bei höheren Frequenzen. Jetzt gehen wir mal da mal auf 100 Kilohertz. Immer noch hervorragend, nahe, ganz nahe bei diesen 2 Volt. Und jetzt schauen wir mal, wo die Grenzen liegen. Irgendwie 200 kHz, sehr gut. 300 kHz, immer noch gut. 400 kHz, 500 kHz, auch noch gut. 600, jetzt sinkt das wieder ein bisschen, aber immer noch gut. Also sagen wir mal 600 kHz, die Bandbreite, die man True RMS Sinus messen kann. Jetzt kommt die andere Geschichte, ich gehe zurück wieder auf irgendwie, sagen wir mal, 10 Kilohertz, genau, 10 Kilohertz und wechseln jetzt auf eine Dreiecksform, genau, und wieder 2 Volt RMS, genau, so, das ist jetzt Dreieck, das sieht schon ein bisschen anders aus, aber nicht schlechter, also 10 Kilohertz gehen hervorragend und wenn ich jetzt da wieder höher gehe, sagen wir mal auf 50 Kilohertz, genau, immer noch sehr gut und dann wieder auf vielleicht 100 kHz, damit man das sieht, auch gut. Jetzt gehen wir höher, 200, 300, 400, jetzt sinkt die Geschichte wieder, 500, also ein bisschen schlechter als vorher der Sinus, aber immerhin, also ja, genau, etwa 100 kHz weniger, bis 500 sehr gut, also 400 kHz sogar hervorragend. Also bei Dreieckspannung ist die Bandbreite ein bisschen kleiner als bei einem reinen Sinus. Und jetzt machen wir eigentlich die schwierigste Aufgabe und werden die Form auf Rechteck einstellen. Und gehen dann wieder zurück auf die berühmten 2 Volt RMS und zurück auf, sagen wir mal, 10 Kilohertz. Das ist jetzt eingestellt. 10 Kilohertz, wieder 2 Volt RMS. Das ist noch akzeptabel. 10 Kilohertz geht also sehr, sehr gut. Wahrscheinlich werden wir jetzt da auf 50 gehen und dann sehen wir schon, dass da gewisse Einschränkungen kommen und bei 100 Kilohertz zum Beispiel
geht es schon ein bisschen bergab. 200, und da sind wir dann schon an Grenzen. Also 200 kHz, ich würde mal sagen, bei einer Rechteckspannung, die anspruchsvollste Übung für ein DM, sind dann vielleicht die 100 kHz schon ein bisschen grenzwertig. Wenn ich da jetzt auf 500 kHz gehe, sieht man doch, dass dann ein recht großer Spannungsabfall entsteht. Also, wenn man alle diese Formen ein bisschen zusammenfasst, kann man durchaus sagen, dass True RMS bei Dreieck und Sinus bis 500 kHz geht, und wenn man beliebig eben auch noch die Rechteckspannung zunimmt, dürfte so 100 kHz dann die Grenze sein. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und den Vergleich. Bis bald!